ist ein Klipp-Klipp. Die Familie Schober in Ratschendorf hat mit 21 Tieren die größte Kamelherde Österreichs und betreibt die Buschenschank Pechmanns alte Ölmühle. Sichtlich Spaß hatten daher die Kinder des Marienkindergartens Graz bei einer Scheckübergabe für das Caritas-Projekt Schenken mit Sinn an Direktor Franz Küberl. Für eine Spende in der Höhe von 375 Euro kann für eine Nomadenfamilie in Kenia ein Kamel als lebensnotwendiges Nutztier angeschafft werden. Wir haben da mitgemacht und eben heute haben wir das Geld übergeben. Also wir haben Spenden gesammelt für 10 Kamele und die Caritas wird 10 Kamele vor Ort einkaufen und es an diese Familien verteilen. Die haben die Funktion, dass sie Milch geben, dass sie das Fell wird verarbeitet zu Kleidung und so. Also es wird eine tolle Funktion sein und Lastenträger. Die brauchen mit ihren Zelten nicht mehr alles selber tragen, sondern die können das Kamel auch verbinden und das Kamel trägt es dann mit. Und die haben auch ein Tier, denen sie Liebe schenken können und auch Liebe zurückbekommen. Weil Kamel, wenn es dem gut geht, das hat so eine starke Verbundenheit mit den Menschen, das glaubt man gar nicht. Jojo, das ist schon richtig. Was die Irmi und der Küberl aber nicht wissen, heute werden wir es ihnen bei der Scheckübergabe und Fotografiererei nicht leicht machen. Der will einen Scheck. Willst du einen Scheck haben? Ja, der will schon essen. So, schießt. Halt. Schaut, sie sind dahinter. Sie müssen schon da was rein, Frau Schober. Nicht sehen. Hinterm. Hinter seinem Küberl. Ja, ja. Machen wir mal einen Tausch, wir fotografieren nicht. Ja. Schau, jetzt da.